Servus, Savadikrap und ai gute, der Stefan hier. Ist Thailand oder Pattaya gefährlich, habe ich am Sonntag gefragt. Und viele haben hinterher gesagt, die Frage hast du ja gar nicht beantwortet. Stimmt, ist mir hinterher auch aufgefallen. Die Frage habe ich in den Raum gestellt, weil sie mir gestellt wurde, bin dann auf den Fall Mack eingegangen und habe dann das Thema gewechselt. Also, heute gibt es die Antworten. Und weil ich das Thema nochmal aufwärmen muss, gibt es als kleine Wiedergutmachung ein Schmankerl am Schluss. Was es ist, verrate ich euch jetzt noch nicht. Also, seid gespannt. Es geht los. Ist Pattaya oder Thailand gefährlich? Hier, wie ihr sehen könnt, für diverses Meeresgetier mit Sicherheit gefährlich für die Touristen. Und das kann ich gleich vorne wegnehmen, ist es absolut ungefährlich und ein sicheres Land. Kleinigkeiten passieren immer, deshalb kleine Tipps von mir. Wenn euch fremde Frauen anspringen und gleich Richtung Schritt gehen, seid vorsichtig, ist mir passiert in meinem ersten Tag hier in Pattaya. Ich habe mal eines meiner ersten Videos, ich verlinke es da oben, gezeigt, als mich eine Frau, ich nehme an, es war noch nicht meine Frau, begrapscht hat und hinterher war mein Geld weg. Kann passieren, fällt bei mir unter die Rubrik Lehrgeld. Für euch aber sei gesagt, passt auf euer Geld auf. Nehmt immer nur so viel Geld mit, wie ihr auch ausgeben wollt. Dann ist im Zweifelsfall der Verlust gering. Gebt nicht an mit eurem Reichtum. Das Gefälle zwischen Arm und Reich ist sehr groß. Und da gibt es immer eine gewisse Beschaffungskriminalität. Das heißt, wenn ihr in den Bars euer Portemonnaie zückt und das ist voll mit Tausendern, dann weckt das natürlich Begehrlichkeiten. Und dann sollte man schon aufpassen. Nehmt nicht alles in den Mund, was euch vor den Kopf gehalten wird. Kann gefährlich enden. Passt auf eure Sachen auf. Wenn ihr hier in Urlaub seid, in jedem Zimmer gibt es einen Tresor. Nutzt den Tresor für euren Pass, für eure Kreditkarten, für euren Geld, für euer Geld, für eure Wertgegenstände. Darunter zählen auch Handys. Handys sind bei Einheimischen sehr begehrte Artikel. Und wenn ihr mal seht, mit welchen Telefonen die telefonieren, die haben alle noch diesen alten Micro-USB-Anschluss, wo hier die ganze Welt schon auf USB-C umgestellt hat, ist gefährlich. Einem Kollegen von mir, hat er mir erzählt, ist beim Telefonieren, das war allerdings nicht in Thailand, es war in einem anderen Urlaubsland, beim Telefonieren das Handy aus der Hand gerissen worden, war weg. Handtaschendiebstähle können passieren, da ist Italien, glaube ich, für berühmt. Also alles, was in anderen Touristenhochburgen passieren kann, passiert auch hier. Jetzt habe ich den Titel natürlich im Gegensatz zum letzten Mal etwas umformuliert. Ist Thailand gefährlicher als Deutschland? Oder andersrum gefragt, wo fühle ich mich hier sicherer? Ich gerade auf dem Weg, als ich von meinem Hotel hier an den Strand gefahren bin, das ist im Süden von Chomtien, so Soi 14, 15, 16 etwa, bin ich an einem Truck vorbeigekommen. Da saß ein Thailänder drin. Nein, da saß ein Thailänder davor, ein älterer Thailänder. Und ein junger Mann, rot gebrannte Haut, stark tätowiert, macht einen leicht angetrunkenen Eindruck. Ob das ein Russe war oder ein Brite oder ein Kanadier, ich kann es nicht sagen. Umringt von vier Polizisten. Da ist also irgendwas vorgefallen. Und hier wird aufgepasst. Veranstaltungen, wie es die in Deutschland gibt, die sind hier vollkommen unbekannt. Hier gehen keine Leute auf die Straße und demonstrieren für irgendwelche Rechte aus dritten Ländern, so wie das wo war es denn? In Gießen. Eritrea gegen Eritrea prügeln da aufeinander ein. Stellt euch vor, hier in Bangkok
Oder in Pattaya Russen gegen Russen. Sowas wird es hier nicht geben. Da ist ruckzuck die Staatsgewalt davor. Und hier wird auf Recht und Ordnung tatsächlich aufgepasst. Das ist nicht so wischiwaschi und weichgespült wie in Deutschland, wo Leute sich auf die Straße kleben und den Verkehr behindern oder einen Flughafen behindern. Dann werden die losgeklopft und dann gibt es beim Du-Du-Du, macht das aber nicht mehr und dann können die wieder gehen. So was gibt es hier nicht. Wenn es hier irgendwelche Klimakleber auf den Straßen geben würde, das wäre dann tatsächlich die letzte Generation, die sowas macht. Die haben hier, glaube ich, in dem Verkehr keine Überlebenschancen. Nein, mit Gewalt gehen die hier auch nicht vor. Aber da gibt es eine Polizeigewalt und dann gibt es das Café Bangkok. Und das ist nicht so ein Wohlfühlgefängnis wie in Deutschland. Da sind dann 20, 30 Leute in einer Zelle. Wie es dort aussieht, kann ich gar nicht genau beschreiben, weil ich es noch nie gesehen habe. Ich kenne es also auch nur vom Hörensagen. Ich weiß aber, hier in Thailand im Gefängnis zu sein, ist kein Vergnügen. Und hier achtet man auch auf die Leute, die ins Land kommen. Olaf Scholz hat letzte Woche gesagt, wir brauchen Zuwanderer, um das Rentensystem zu sichern. Und da hat er recht, der Olaf Scholz, das brauchen wir tatsächlich. Das ist ein Generationenvertrag. Nur die heutige Generation hat es halt vorgezogen, für sich selbst zu sorgen und wenig Kinder in die Welt zu setzen oder gar keine Kinder in die Welt zu setzen. Und das sind die Beitragszahler, die in diesem Rentensystem dann fehlen. Insofern kommen Zuwanderer von außen. Aber momentan lassen wir nach Deutschland so ziemlich alles rein. Was wir brauchen, sind ausgebildete Kräfte, die sich in das System integrieren, die in dieses System einzahlen, die natürlich auch später aus dem System wieder Geld zurückbekommen. Und wenn wir unsere Gastarbeiter haben aus der Türkei, die arbeiten jahrzehntelang hier, arbeiten in eine Rentenkasse ein. Und wenn die alt genug sind, dann bauen die sich ihr Häuschen in der Türkei und sind wieder weg. Das ist legitim. Die haben ihren Teil des Generationsvertrages eingehalten. Und entsprechend muss der vom Staat dann auch eingehalten werden. Ich habe auch 45 Jahre in das Rentensystem eingezahlt. Ich habe meinen Part des Generationsvertrages eingehalten. Und jetzt möchte ich auch, dass der Staat seinen Teil einhält und mir monatlich meine Rente überweist. Aber jetzt verlassen wir schon wieder das Thema. Wo ist es denn sicherer? In Deutschland oder in Thailand? Da kommen wir aber wieder zur Einwanderung. Es gibt hier in Thailand keine Gruppen von dunkelhäutigen, schwarzhaarigen jungen Männern, die über Frauen hier fallen, die Randale machen, wo Schwimmbäder geschlossen werden müssen. Das gibt's hier nicht. Ja? Das ist ein Überwachungsstaat, kann man schon fast sagen. Ich meine das jetzt aber nicht negativ. Wenn du hier irgendwas verbrichst oder anstellst, man kommt hier unheimlich schnell auf die Spur. Siehe Palmack, wenn das in Deutschland passiert wäre, da hätte man noch nicht mal die Leiche gefunden. Das geht hier ganz schnell und ich finde das auch nicht verkehrt. Halt dich an Recht und Ordnung und dir passiert nichts. Und dir passiert auch deshalb nichts, weil sich andere an Recht und Ordnung halten. Ich kann hier durch dunkle Straßen gehen, mir passiert nichts. Ich war in einem kleinen Ort in Deutschland. Mir ist zweimal das Fahrrad geklaut worden auf offener Straße an helllichtem Tag. Meinem Nachbar ist der Motorroller gestohlen worden. Passiert auch hier, aber nicht in dem Maße, wie das in Deutschland passiert. Also ist Thailand sicherer als Deutschland? Auf jeden Fall. Und ich fühle mich hier nicht nur sauwohl, ich fühle mich hier auch absolut sicher. Und um dem Ganzen jetzt so einen schönen persönlichen Abschluss zu geben. Ich habe so einen Podcast aus Österreich und da heißt es dann auch immer, den kann ich ja auch nennen, darf es ein bisschen Mord sein. Und was Schönes zum Abschluss. Und jetzt zeige ich euch was Schönes zum Abschluss. Ist mir am Sonntagabend passiert, als ich vom Markt kam, habe mir mein Abendessen geholt und bin zurückgegangen in mein Zimmer.
Und ab und zu werde ich halt angesprochen von Leuten, die sich meinen Kanal anschauen. Mit einem habe ich mich unterhalten. Und dann stellen sich zwei Mädchen nebendran und bewegen sich so im 3-Meter-Radius. Und auf einmal sagt die eine, warum ignoriert ihr uns? Und dann habe ich so ein kleines Interview gemacht und das zeige ich euch jetzt. Now you can talk about everything. Hallo, lady, beautiful to go. Yeah, beautiful. Where you come from? What? For what? No, it's for the video. Where do you come from? Thailand, Bangkok. Thailand, Bangkok. Nana. Nana. You know? I know, I never was in Bangkok. Isan. Isan? Yeah. Where from Isan? Ubon. Ubon. Ubon Ratchathani. Ubon Ratchathani. There is another Ubon. Ubon Thani. Ubon Ratchathani is... What's your name? The, my name is Stefan. Stefan. We are superstar now. Yes, you are superstar. In my next movie, I show you in my next movie. What? What's your name? Eileen. Eileen. And what's your name? Charlene. Charlene. This is my sister. Your sister. Same mama, not same papa. You're looking for boyfriends? No. No? Why not? We not run. You not want? Very beautiful, don't care. So Freunde, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tut Gutes, habt Spaß, genießt euer Leben. Tschüss, euer Stefan.